Die Nerzdame rennt ganz aufgeregt durch ihr Gehege. Das könnte daran liegen, dass Tiergartenleiterin Dr. Katrin Ernst ein leckeres totes Küken in der Hand hält oder daran, dass sie im geschützten Bau 5 Junge großzieht und ihr dafür extra Futter sehr gelegen kommt. Also sie passt genau drauf auf, sie säugt sie zu Anfang, dann schleppt sie eben immer Futter ran. Sie würde sie auch verteidigen, beziehungsweise wenn das Nest gestört wird, dann trägt sie sie um, baut ein neues Nest, sucht einen neuen Platz, wo sie dann eben sicher sind. Nee, sie kümmert sich schon sehr gut, ja. So süß sie auch sein mögen, filmen lassen sich die braunen Fellkugeln nur sehr schlecht. Denn eigentlich wollen sie viel lieber unter ihrem warmen, kuscheligen Heuhaufen liegen bleiben, anstatt sich vor der Fernsehkamera zu präsentieren. Mit diesen 5 kleinen Rackern kann der Tiergarten einen direkten Beitrag zum Artenschutz leisten. Denn der europäische Nerz gilt seit über 80 Jahren in Deutschland als ausgestorben. Im Winter haben wir immer einen Rüden, der hier bei uns einzieht, und im Frühjahr bekommen wir eine tragende Fehe und die werden dann ausgetauscht. Und die Anpaarung der Tiere findet in der Zuchtstation des Vereins statt. Dafür sind wir also nicht zuständig. Die wählen die richtigen Partner aus und wir bekommen dann eben die tragenden Fehen hier zu uns geliefert und hier dürfen sie dann in Ruhe sich auf die Geburt vorbereiten, ihre Jungtiere kriegen und die dann hier aufziehen. Seit der Einweihung des neuen Geheges für europäische Nerze im letzten Jahr nimmt der Tiergarten Odenkirchen am europäischen Erhaltungszuchtprogramm teil. Noch bleiben die kleinen Tiere in ihrem Bau. Sobald sie groß sind, machen sie dann auch ihr Außengehege unsicher. Danach werden die Tiere vom europäischen Erhaltungszuchtprogramm entweder ausgewildert oder weiter als Zuchttiere für das Programm genutzt.